Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Ja, heute zum Sonntag schauen wir wieder gemeinsam auf die Liebe. Und heute ist das Orakel dran, zwei Seelen, eine Verbindung, wo wir auf dich schauen und auf dein Gegenüber. Bevor wir beginnen, möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und zwar habe ich das Orakel so aufgebaut, dass hier deine Seite ist und dass wir hier auf die Kopfebene schauen, auf die Herzebene und auf dein Verhalten, auf die nächsten Schritte. Bei deinem Gegenüber das gleiche, Kopfebene, Herzebene, nächste Schritte bzw. Verhalten. Dann habe ich hier in der Mitte gefragt, welche Gedanken euch verbinden, welche Gefühle euch verbinden und welche Schritte bzw. nächstes Verhalten euch verbindet. Dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten und mit den Amorsbotschaften habe ich gefragt, was du denn deinem Gegenüber sagen möchtest und was dein Gegenüber dir denn gerne sagen möchte. Dann schauen wir noch gemeinsam unter die Kartendecks. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, dann dreht euch das bitte um, wie eure Konstellation gerade so ist. Gut, dann würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los und schauen mal auf deiner Seite, was da so los ist. Dann habe ich hier den Mond. Dann habe ich die Ruten, den Baum, auf der Herzebene die Mäuse, den Park, die Brücken, im Verhalten den Brief, den Kompass. Und die Sensa. Und unterm Kartendeck liegt die Schlange. Also, in Gedanken, in deiner Kopfebene beschäftigst du dich gerade sehr mit tiefen Gefühlen, mit deiner Psyche, mit deinen Sehnsüchten. Und wenn es hier zu Gesprächen kommt, wirst du in Gesprächen, in Kommunikation auch diese Gefühle ausdrücken? Es kann sein, dass du dir hier bewusst geworden bist, dass dein Verhalten, deine Gefühle, wie du dich verhältst, mit deiner Familie zu tun hat. Also, dass es hier durchaus auch Gespräche in der Familie geben kann, über Gefühle, über die Tiefe der Gefühle, über die Psyche, weil ich hier auch die Schlange liegen habe, die auch für eine Mutter sprechen kann. Es kann hier auch ein paar Zwistigkeiten, ein paar Differenzen, ein paar Streitigkeiten in der Familie geben, mit einer Mutter geben, wo es auch um Gefühle geht, wo es auch um die psychische Verfassung von dir geht und wo du jetzt so auf der Suche bist, wo kommt denn das her, wie ich mich fühle, wie ich mich im Inneren fühle, wie meine Beschaffenheit meiner Psyche ist. Und das kann durchaus ein Familienthema sein. Also, dass du hier mal in deine Ahnenreihe schaust, vielleicht auch besonders in deine Frauenlinie schaust, wie sich das denn so verhalten hat im Gefühlsbereich, im emotionalen Bereich? Wie war denn die Tiefe der Gefühle in deiner Frauenlinie? Was haben die denn so für Verbindungen gehabt? Wie haben die sich denn in Beziehungen verhalten? Wie war denn da so das Liebesleben? Also das kriege ich ja ganz stark in den Gedanken rein, dass du dich sehr stolz auch mit den Gefühlen zu deiner Mutter verbindest. Sehr stark mit den Gefühlen, kann auch für eine Großmutter stehen und dass darüber auch gesprochen wird. Es kann auch durchaus mal heftig darüber diskutiert werden, was denn hier so gefühlsmäßig in der Familie los ist. Ne? Und diese Gespräche, die sich sehr viel um Emotionen drehen, um tiefe Emotionen drehen, bringen dich dann aber auch wieder in deine Stärke und in deine Stabilität und in die Heilung.
Also alles, was hier diskutiert wird, was hier fast ausschließlich mit Emotionen, mit Gefühlen, mit psychischer Verfassung zu tun hat, kriege ich ja ganz stark rein, dass es mit dem Familienthema zu tun hat, mit der weiblichen Ahnenlinie zu tun hat. Also kann für eine Mutter stehen, kann für eine Großmutter stehen oder noch weiter hinten. Und dass, wenn du dir das anschaust und hier darüber gesprochen wird, kommuniziert wird, kommst du in deine Stabilität, kommst du in deine Heilung und kommst du in deine Kraft und in deine Stärke. Und das Gleiche gilt auch für deine weiblichen Ahnen. Ob sie jetzt noch am Leben sind oder ob sie schon gegangen sind. Also wenn hier was in Heilung gebracht wird, dann heilt es automatisch dann auch die ganze Linie mit. Ne? Also das zieht sich dann durch. Ja, also es ist ja wirklich sehr wichtig. Also du beschäftigst dich wirklich ganz stark gerade mit deinen Gefühlen, mit deiner Psyche, mit deinem Verhalten in Verbindungen und kommunizierst das auch. Also ich kriege hier ganz stark Familie rein. Auf der Herzebene habe ich hier Angst vor einem Treffen liegen. Angst vor einem Treffen liegen und Angst davor, wie sich dieses Treffen auf deine Zukunft auswirken könnte. Die Öffentlichkeit kann natürlich auch für deine Öffnung stehen, für deine Herzöffnung stehen, weil ich habe hier den Park in der Mitte deiner Legung liegen, auf der Herzebene. Es kann natürlich auch dafür stehen, dass hier noch Ängste da sind, ins Fühlen zu kommen und diese öffentlich zu zeigen. Sich öffentlich so im Fühlen zu zeigen. Ja? Aber ich sehe, dass das hier kommt durch die Gespräche, kommt das, dass du dich hier öffnest und dich emotional so authentisch zeigst, wie du bist und dass du das auch mit stabil in die Zukunft nimmst und kraftvoll mit in die Zukunft nimmst. Und das wird auch, also das kommt ja auch schnell. Also diese Öffnung hier im Herzen, dieses Öffnen, sich für die Gefühle zu öffnen, sich für deine Emotionen zu öffnen, dich mit deiner Seele zu verbinden, mit deiner Psyche zu verbinden. Also das kommt hier relativ schnell. Diese Öffnung, ja, also es kommt hier relativ schnell. Wenn das hier ein Treffen ist, dann hat dieses Treffen auch sehr mit Kommunikation und Gefühlen zu tun. Wo noch ein bisschen Ängste dabei sind, vor diesem Treffen, vor dieser Aussprache, vor diesen Gefühlen zeigen. Und hier habe ich aber mit dem Kompass auch wieder die Zukunft liegen, also im Verhalten. Also es geht hier viel um Kommunikation, entweder direkt von Angesicht zu Angesicht oder eine schriftliche Kommunikation. Also kann gesagt, wie über WhatsApp sein, über wirklich einen richtigen Brief, übers Telefon. Und diese Gespräche, diese Kommunikation, dadurch richtest du deinen Kompass neu aus in die Zukunft. Und erntest ja auch, also zweimal die Zukunft und darüber liegt hier der Baum und da liegt stabil und kraftvoll da. Also, das geht hier erfolgreich in die Zukunft. Wenn es hier um Kommunikation mit deinem Gegenüber ist, dann spielt hier eine Kommunikation wirklich mit Herzöffnung eine Rolle. Also dich zu öffnen, dich in der Öffentlichkeit so zu zeigen, wie du bist, authentisch zu zeigen, wirklich dich im Fühlen so zu zeigen, wie du bist, in deinen Emotionen so zu zeigen, wie du bist, in deiner psychischen Verletzlichkeit auch so zu zeigen, wie du bist. Und dann geht es hier wirklich erfolgreich nach vorn. Also die Brücken stehen ja auch dafür, erfolgreich eine Brücke in die Zukunft zu schlagen und hier deinen Kompass neu auszurichten. Und das geht ja auch relativ schnell. Das wird hier schnell geerntet. Für manche kann es auch für eine Ängstlichkeit stehen, sich selbstständig zu machen. Also der Park kann ja, steht ja für Öffentlichkeit. Das kann durchaus auch eine Angst sein, hier sich selbstständig zu machen. Obwohl ich ringsrum
nicht noch eine Arbeitskarte oder eine finanzielle Karte habe, aber mit dem Kompass sich nochmal neu auszurichten und hier die Brücken in die Zukunft zu schlagen, kann es durchaus auch eine Selbstständigkeit sein. Eine Angst hier auf der Herzebene, sich selbstständig zu machen, hier nochmal was voranzubringen in die Zukunft, sich nochmal neu zu orientieren in der Zukunft. Es kann auch hier mit einem Schriftstück einhergehen, dass du dann ein stabileres Gefühl bekommst, hier Sicherheit bekommst und hier Heilung in dieses Thema reinkommt. Also diese Angst vor Gefühlen, das hängt mit deiner Familie zusammen. Das hängt mit deiner Familie zusammen und insbesondere mit der weiblichen Ahnenlinie. Ja, also wenn hier Ängste auf dem Herzen sind, Ängste, sich authentisch zu zeigen, ins Fühlen zu gehen, in die Herzöffnung zu gehen, sich nach außen zu zeigen, also wenn man sich selbstständig macht, dann ist es ja auch immer eine Öffnung nach außen. Na? Also das ist ja ganz wichtig, dass du das mal ansprichst. Also du hast es schon im Bewusstsein, diese Gespräche hast du auch im Bewusstsein mit einer Frau. Also ich nehme hier keine Rivalin war, sage ich euch gleich. Ich nehme hier keine Rivalin war, ich nehme hier eher eine Mutterfigur war aus der Familie. Na? Und dass hier vielleicht in der Öffentlichkeit ein Treffen stattfindet, wo kommuniziert wird. Und es bringt dich auf jeden Fall voran. Es bringt dich auf jeden Fall voran. Vielleicht sind hier manche dabei, die keinen Kontakt zu ihrer Mutter haben, weil ich hier ein öffentliches Treffen liegen habe. Also nicht zu Hause. Es ist irgendwie draußen in einem Park. Vielleicht geht ihr mal zusammen spazieren. Na? Und also das ist dir bewusst, dass du das jetzt klären sollst und darfst, damit hier Heilung reinkommt in dir, in deine Mitte, in deine Herzöffnung. Das habe ich hier ganz, ganz klar liegen. Und mit dem Brief kann es durchaus sein, dass du, wenn ihr hier keinen Kontakt habt, dass du hier Kontakt aufnimmst und dass da auch schnell eine Antwort zurückkommt. Und es ist wirklich essentiell wichtig, dieses Thema mal anzusprechen und anzuschauen. Aber du hast es schon im Bewusstsein liegen, dass das hier aus der Familie, aus dem Weiblichen kommen könnte. Ne? Und daher rühren auch deine Ängste, dein Herz zu öffnen, wahrhaftig dein Herz zu öffnen. Sich nach außen so authentisch zu zeigen, wie du bist, mit all deinen Fühlen, mit all deinen Emotionen, mit all deiner Seelenenergie. Ne? Auch hier Ängste sich im psychologischen Sinne her auch dem anderen gegenüber zu zeigen, wo man Defizite hat, wo man Schwächen hat, wo man Ängste hat. Na? Aber das geht alles raus, wenn hier dieses Thema mit der Familie angeschaut wird. Und im Bewusstsein hast du das liegen. Also es ist dir bewusst, dass hier irgendwo noch was hängt, was mit der Familie zu tun hat und insbesondere mit deinen weiblichen Vorfahren. Also ich kriege hier ganz stark Mutterthema. Ich kriege hier ganz, ganz stark ein Mutterthema rein. Also wenn du das auf dem Schirm hast und deine Intuition sagt ja, dann sprich das bitte an, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Auch wenn hier vielleicht kein Kontakt ist, dann sehe ich hier, dass hier eine gute Möglichkeit besteht, den Kontakt aufzunehmen und dass ja auch schnell eine Resonanz kommt und schnell hier ein Treffen stattfindet. Und hier schnell Klärung reinkommt, damit du stabil wirst und hier ein geerdetes Fundament hast. Ich nehme hier dann ganz starke Verwurzelung wahr und das trägst du mit in die Zukunft und es wird sehr positiv werden. Na? Also dadurch wird sich auch dein Leben transformieren im Gefühlsbereich, im Arbeitsbereich, ja? Weil du hast dann deinen Standort. Also du bist verwurzelt, du bist dann geerdet. Das Leben kann sich dann ganz, ganz neu gestalten. Du bist auch dir auch deiner sicher dann und du bist geheilt im Inneren, auf der Herzebene, in deiner Seele. Ne? Also hier in dem Stapel kriege ich ganz sehr rein, dass ihr euch gerade sehr mit euch beschäftigt, mit diesen Themen beschäftigt und dass eigentlich das Gegenüber gar nicht so eine große Rolle spielt.
Finde ich gut, meine Lieben, finde ich gut. Kümmert euch um euch. Also finde ich wirklich gut. Und wenn ihr das Thema auf dem Schirm habt hier mit Familie und dass da im Weiblichen irgendwas noch gelöst werden darf, dann sprecht es an, meine Lieben, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ja? Und wenn ihr hier jetzt sagt, also meine Mutter, die ist vielleicht schon verstorben und das geht nicht, also du kannst dich auch trotzdem mit deiner Mutter verbinden. Ja? Also du gehst mal in dich, machst die Augen zu und stell dir vor, sie sitzt einfach dir gegenüber, dann kannst du dieses Gespräch auch führen. Na? Also wir sind immer energetisch verbunden, ob die Menschen noch da sind oder nicht. Also du kannst deine Mutti einladen und mit ihr sprechen. Wirklich, also ich krieg das hier, das ist wirklich ganz wichtig, nochmal diese Frauenlinie anzuschauen und was hier da noch Defizite sind im Fühlen, in der Herzöffnung, in der Psyche. Na? Und das geht hier positiv voran. Also, wenn das Thema einmal geklärt ist, dann macht es hier Bäm in der Mitte und Herzöffnung ist da. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was dein Gegenüber so macht, männlich oder weiblich. Ihr schaut da auf eure Situation. So, dann habe ich hier den Sarg im Kopf. Dann habe ich hier den Mond, wie bei dir. Dann habe ich hier den Park, wie bei dir. Dann habe ich hier das Kind auf der Herzebene. Dann habe ich hier die Ruten, wie bei dir. Dann habe ich hier den Storch. Und im Verhalten habe ich das Schiff. Dann habe ich hier den Reiter. Und dann habe ich hier den Hund. Und im Kartendeck haben wir den Fuchs. Dein Gegenüber ist gerade auch sehr im Kopf damit beschäftigt, sich zu transformieren, etwas in seinem Leben zu transformieren, was wie bei dir mit den Emotionen, mit den Gefühlen, mit der Psyche zu tun hat. Wir haben hier zweimal den Mond liegen in Gedanken. Na? Und mit der Öffentlichkeit nehme ich wahr, fast das gleiche Thema wie bei dir, also sehr, sehr gute Spiegelung. Also dadurch zeigt es mir auch wieder, wie sehr ihr verbunden seid, dass wenn du in die Heilung gehst, dass auch hier Heilung reinkommt. Also starke Bindung hier. Hier wird auf der Seele transformiert, hier wird in den Gefühlen transformiert, um Gefühle auch nach außen zu bringen. Sich nach außen zu äußern, was den Gefühlsbereich betrifft, was die Emotionen betrifft und hier auch eine Öffnung. Der Park steht ja hier wieder für die Öffentlichkeit, hier wieder eine Öffnung herzuführen, eine Herzöffnung. Also hier habe ich ganz viel Transformation im Fühlen, in den Emotionen und genau wie bei dir sein Herz zu öffnen. Na, also hier geschieht auch in Gedanken diese Transformation und hier ist deinem Gegenüber bewusst, dass er sich hier transformieren darf jetzt, dass es Zeit dafür ist, sich seine Gefühle anzuschauen, sich seine Emotionen anzuschauen, seine tief liegenden Gedanken anzuschauen, auf der Seelenebene zu schauen und sich dann zu öffnen. Er ist hier in Gedanken natürlich auch noch ein bisschen misstrauisch, was dieses Thema angeht. Geht hier vorsichtig vor. Und ja, er wird sich auch, wenn hier ein Treffen zwischen euch stattfindet, wird es ein sehr transformatives Treffen, wie ich das auch hier bei dir habe. Also es wird hier definitiv über Gefühle gesprochen und Emotionen gesprochen. Es kann sein, dass er sich noch in etwas Verhalten verhält, weil der Fuchs steht auch für Vorsicht. Dass er sich erstmal vorsichtig rantasten wird. Kann ich mich denn hier öffnen? Möchte ich mich denn hier öffnen? Was wird sie denn mir gegenüber bringen, wenn ich mich öffne? Solche Gedanken sind es hier. Na? Und erstmal schauen, wie fühlt er sich denn damit, mit dieser Öffnung, mit dieser Herzöffnung. Na? Auf der Herzebene habe ich das Kind, die Ruten und den Storch. Also, hier geht es auf der Herzebene
Ebene auf jeden Fall um einen Neuanfang, der hier Gespräche beinhaltet. Es geht hier um eine positive Veränderung auf dem Herzbereich, was auch wieder mit diesen Gesprächen in der Öffentlichkeit zu tun hat, ja, die sich hier aber positiv auswirken. Es geht hier generell um einen Neuanfang bei ihm, welcher mit Emotionen zu tun hat, welcher wieder mit dieser Herzöffnung zu tun hat. Also ich kriege hier wirklich wie so einen Bogen rein. Es geschieht ja auf der Herzebene eine positive Veränderung. Also es ist wie, als würde dieser Mensch sich neu booten, also wie beim Computer, als würde hier was Neues installiert werden in diese Software. Und das geschieht alles durch Gespräche. Also es sind hier sehr transformative Gespräche, die bei ihm auch mit der Familie zu tun haben könnten, vielleicht mit einem jüngeren Bruder zu tun haben könnten, der vielleicht gerade das gleiche Thema hat. Also hier kommen auf jeden Fall transformative Gespräche rein, die auch mit Loyalität und Ehrlichkeit und mit Treue zu tun haben. Und wenn dieses Gespräch in der Öffentlichkeit stattfindet, wird es sehr positiv sein, es wird eine Veränderung bei euch reinkommen und zwar auch in Bezug auf die Treue. Also hier wird sich auch öffentlich zusammen gezeigt und diese Verbundenheit wird nach außen gezeigt, die ihr füreinander fühlt. Und ja, also es transformiert sich hier ganz sehr im Gefühlsbereich. Also es ist ja auch wie diesen Bam, den ich hier bei dir in der Herzöffnung habe, habe ich hier auch. Na? Und sein Verhalten spricht auch davon, dass er Sehnsucht hat und deshalb hier schnell auf dich zukommt und hier ehrlich auf dich zukommt, loyal auf dich zukommt. Also es kann ja auch sein, dass hier eine Reise stattfinden kann zwischen euch beiden. Die wird sehr transformativ und die wird euch in diesen Neuanfang bringen. Also es kann wie ein Kurztrip sein. Ich weiß, es ist ja gerade noch ein bisschen schwierig mit dem Reisen. Es kann auch nur mal ein Wochenendtrip sein oder ein Tagesausflug. Also alles Mögliche. Ja? Es kann ja auch sein, wenn dein Gegenüber Kinder hat, dass sich die Gefühle auch zu diesem Kind transformieren, also dass hier auch endlich wirklich die Rolle des Vaters oder der Mutter richtig eingenommen wird und hier die Liebe fließen kann und sein Herz geöffnet wird, wahrhaftig sein Herz geöffnet wird. Also viele haben das ja nicht so auf dem Schirm und denken, ja, ich liebe, aber es kann trotzdem sein, dass irgendwo hinten aus der Ahnenlinie noch eine Blockade ist. Wo man sein Herz nicht wirklich geöffnet hat. Ne? Und es soll auch hier kein Vorwurf sein. Das ist einfach durch Gegebenheiten, durch Prägungen oder durch Situationen, die in der Familie irgendwo mal passiert sind, wurde da einfach mal eine Tür geschlossen. Und ich erlebe das so oft in meinen Gesprächen in der Praxis, dass das bei vielen so ist, wo einfach mal dann die Liebe unterbrochen wurde, wo das nicht weiterfließen konnte. Und das ist wichtig, dass man das bearbeitet. Ja? Und das habe ich hier liegen. Das habe ich bei dir liegen und das habe ich hier bei deinem Gegenüber liegen. Na? Und dein Gegenüber hat ja wirklich Sehnsucht und deswegen kommt ja auch Kommunikation rein in Form eines Treffens, in Form von Nachrichten, die wirklich, das sind wirklich schöne Nachrichten, die beinhalten schöne Worte, die sprechen von Loyalität und Treue und Ehrlichkeit und es wird sich hier viel Positives transformieren. Auch wenn er hier in Gedanken noch den Fuchs liegen hat und ein bisschen scheu ist und hier ein bisschen Vorsicht walten lässt und hier ein bisschen schlau vorgehen möchte, aber dein Gegenüber kommt hier nicht drum rum, hier auch in die Herzöffnung zu gehen. Und ich finde das wirklich ganz toll, das sieht man hier wirklich, wirklich toll, dass wenn dieses rote Band, was ich hier zwischen euch habe, dass wenn du in die Heilung und die Transformation gehst, hier auch Heilung und Transformation angestoßen wird. Also das haben wir hier wirklich wieder ganz, ganz toll drin liegen. Ne? Also ich habe hier beide beschäftigen sich mit sich selbst gerade, mit
ihrer Heilung und das finde ich sehr, sehr positiv. Und bei euch beiden kommt hier eine Herzöffnung rein. Also es ist wirklich, das Herz geht Stück für Stück auf und dann kann man eine wahrhaftige Liebe leben. Ja? Und hier in seinen nächsten Schritten habe ich hier auch ein auf dich zukommen. Ja? Hier kommt Kommunikation rein, hier kommen Treffen rein. Zeitfenster habe ich hier Frühling, Herbst. Also es kann auch sein, von jetzt bis Frühling bis nächstes Jahr transformiert sich hier ganz, ganz viel. Also ihr werdet hier Kontakt haben. Also ich kriege stark Frühling rein. Ich kriege hier stark Frühling rein. Bei dir habe ich ja auch zweimal Herbst. Also es kann durchaus sein, dass jetzt im Frühling, dass es losgeht, sich transformiert. Das heißt ja nicht, dass das dann wieder Stillstand ist. Ihr könnt euch ja beide zusammen transformieren. Das wird sowieso ein Weg. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das ist immer ein Prozess. Aber ihr könnt diesen Prozess ja gemeinsam durchleben, wenn ihr das möchtet. Ne? Gut, dann schauen wir mal, was euch in Gedanken denn verbindet. Dann habe ich hier die Mäuse. Dann habe ich hier das Klee. Und die Fische. Auf der Herzebene habe ich die Sense und den Turm. Und auf der Verhaltensebene habe ich den Hund, die Dame und den Bär. Und unterm Kartendeck haben wir die Lilien. Also. In Gedanken beschäftigt ihr euch beide mit euren Ängsten vor glücklichen Gefühlen. Also es geht ja wieder, es geht explizit ums Fühlen in diesem Reading. Also, du hast hier ja schon die Ängste liegen, was das Fühlen betrifft, und bei ihm ist es auch, also es ist wirklich wieder gleich. Also, ihr habt beide noch so eine gewisse Angst, die Gefühle fließen zu lassen und dass das Glück auch dadurch reinkommt. Also das ist noch ein bisschen angstbehaftet, ne? Und das kann, wie gesagt, mit diesem Familienthema zu tun haben. Ne? Weil ich ja auch, die Lilien können auch für Familie stehen, aber hier sehe ich ja, dass Harmonie reinkommt. Hier kommt Harmonie rein ins Fühlen, hier kommt Glück rein und diese Ängste werden dann weggeschwemmt von der Harmonie. Ne? Also, und ich habe hier die Mäuse direkt am Baum liegen. Also, es kann durchaus sein, dass es so ein Angstthema ist bei euch in der Familie, dass hier noch ein Angstthema gelöst werden darf. Ne? Also, wenn du die Möglichkeit hast, mit deiner Mutter zu sprechen, dann tu das bitte und frag hier mal, wieso die Beziehungen so waren, die Liebesverbindungen waren. Wo vielleicht ja auch Ängste waren und das wird sich dann gut für dich transformieren. Also wenn du hier diese Ängste auflöst, dann geht es hier glücklich ins Fühlen. Ne? Und hier habe ich ja auch die Fische neben der Transformation liegen. Also die Gefühle transformieren sich hier bei euch beiden. Ne? Und es geht hier um die Harmonie. Ne? Und auf der Herzebene habe ich hier die Sense, die hier in den Turm reinschlägt, und das nehme ich wahr, dass hier endlich eine Stagnation aufhört, dass man sich hier nach außen verschlossen hat und sich hier eingeigelt hat, und es hört jetzt auf. Also die Sense krätscht hier in den Turm rein und also in Zukunft verschließt man sich hier nicht mehr. Kann für euch beide stehen. Ne? Also die Sense kattet hier den Turm und es gibt hier wirklich einen guten Neuanfang. Ne? Also ich kriege hier ganz viel Verschlossenheit rein, die jetzt aufgehoben wird. Auf der Verhaltensebene ist ganz spannend. Da stehst entweder du oder dein Gegenüber zwischen zwei Personen. Das kann hier ein jüngerer Mensch sein und hier ein älterer Mensch. Es kann sein, dass dein Gegenüber Angst hat, hier noch mit jemandem konkurrieren zu müssen. Es kann sein, dass bei
dass du zwischen zwei Menschen wählen darfst. Das kann sein, dass dein Gegenüber zwischen zwei Menschen wählen darf, dass es bei euch beiden so ist, dass hier noch mehrere Personen eine Rolle spielen. Und weil ich hier die Personenkarte, wir sehen das jetzt mal nicht als Dame, wir sehen das jetzt einfach mal hier als Personenkarte, diese Person steht zwischen zwei anderen Menschen. Ich habe hier eine etwas jüngere Person, die sehr loyal ist und ehrlich ist und treu ist. Und dann habe ich hier eine ältere Person. Das kann sein, muss aber nicht. Die können auch alle beide gleich jung sein, gleich alt sein, die können im gleichen Alter sein, das ist Wurst. Ne? Dann habe ich hier eine Person, die sehr auch von der Statur her sehr groß ist, sehr kräftig ist. Kann auch sehr muskulös sein. Und die hier schon den Fisch gefangen hat. Und jetzt erstmal guckt, was mache ich denn mit dem Fisch? Was mache ich denn mit den Gefühlen? Na, also dieser Bär steht hier auch im Wasser. Also ich kriege diese Person auch sehr gefühlsbetont rein. Und ja. Sehr, sehr kraftvoll, sehr stark. Und dann habe ich hier wie, und hier habe ich so eine zarte Person. Hier habe ich jemand, der eher ein bisschen zurückhaltend ist mit Gefühlen, aber trotzdem, also bei dieser Person spürst du so eine, ja, so eine, so was ganz Zartes, so was Kindliches, also so was Unschuldiges. Fühlst du hier? Hier ist jemand auch sehr sensibel. Hier ist jemand sehr, sehr sensibel. Und es kann durchaus sein, dass dein Gegenüber das fühlt, dass hier entweder noch zwei Personen eine Rolle spielen und du dich hier entscheiden darfst oder dass dein Gegenüber einer von diesen beiden Personen ist. Ja, und dass er deshalb jetzt so schnell in die Puschen kommt hier. Es kann natürlich auch für dein Gegenüber stehen. Also diese Charaktereigenschaften, die ich gerade genannt habe, das wäre dann das Gleiche. Ne? Also schaut da auf eure Situation. Und das liegt hier neben der Sense. Also ich habe hier also diese Entscheidung wird schnell kommen. Diese Entscheidung wird hier schnell kommen. Ne? Kann auch hier ein Familienthema wieder sein, dass hier ein jüngerer Bruder ist und dass hier eine Vaterfigur ist. Das kann es auch sein. Ne? Dass es wieder mit dieser Herztransformation zu tun hat. Ne? Dass hier Familiengespräche kommen und dass man sich da mit den Geschwistern austauscht und hier schaut, wie hat sich denn so der Vater verhalten? Als Familienvater, als Ehepartner und dass darüber kommuniziert wird. Also ich habe das so 50-50. Bei manchen sind es hier mehrere Personen und bei manchen ist es hier ein Familienthema. Ja? Was hier auch wieder schnell kommt. Also das kommt hier echt schnell und dadurch kommt ja auch schnell diese Kommunikation rein, diese Nachrichten hier. Na? So. Dann schauen wir hier mal, was die Zusatzkarten noch sagen. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Genau. Erstmal Themen aufarbeiten und dann kommt der Optimismus wie von selbst. Ne? Also wenn hier die Herzebene geöffnet ist, wenn hier diese Herzöffnung stattfindet, dann hast du auch ein ganz anderes Denken über die Liebe und dann wird dir auch Glück zuteil werden. Ich sehe ja, dass hier die Harmonie reinkommt. Auch in der Familie kommt hier die Harmonie rein. Diese Verschlossenheit hier, diese Rückzüge, das wird beendet, das geht raus und die Angst geht auch raus. Na? Also glaub hier weiterhin an die Liebe, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, ja, das Fühlen kommt nicht so richtig in die, also das geht nicht so richtig voran.
Und das kann, wie gesagt, auch mit dir zu tun haben. Und wenn du das heilst, wird es auch automatisch hier geheilt. Also das ist, ihr seid ja wirklich sehr, sehr verbunden. Ne? Und wie gesagt, also ich nehme ja ganz stark rein, dass es das mit der Familie zu tun hat. Also, und das ist ja hier fast wie so eine Grabstätte, wie so ein Altar. Also für manche, wo hier die Familienmitglieder schon verstorben sind, wo es ja wichtig wäre, ein Gespräch zu führen, dann kannst du durchaus auch auf den Friedhof gehen und hier mein Blümchen mitnehmen und dich einfach mal dorthin setzen und entweder laut oder in Gedanken ein Gespräch führen mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinem Opa, mit deiner Oma, was halt deine Intuition sagt, wer hier wichtig wäre für ein Gespräch. Ja? Also das kriege ich hier ganz stark rein. Ja? Also geht mal dorthin und schaut mal, was passiert. Geht mal in euch und es wird ein Gespräch kommen. Also ich kriege das ganz stark rein. Für die, die sagen, na, bei mir sind alle schon gegangen, ich kann hier kein Gespräch mehr von Angesicht zu Angesicht, dann ist es hier eine gute Möglichkeit, mal auf den Friedhof zu gehen. Ne? So, dann habe ich hier das Gartentor. Ja, und hier haben wir wieder den Park zweimal und das Gartentor. Ne? Und hier haben wir wieder ein Tor, was noch verschlossen ist. Also hier geht es wieder um die Öffnung. Hier geht es wirklich darum, hier das Tor zu öffnen und nach außen zu gehen, dich authentisch zu zeigen, dich im Fühlen zu zeigen, dich in deinem Strahlen zu zeigen, wo so herzlich wie du bist. Ne? Diese Gefühle, diese Emotionen nicht mehr zu verstecken, ne? Dich zu transformieren, das nehme ich auch hier mit den Schmetterlingen wahr. Und es geht ja hier ins Licht, es geht hier in die Sonne, es geht hier in den Erfolg, in das Glück. Ne? Also Herzöffnung, Herzöffnung, Herzöffnung. Also das ist wirklich die Überschrift dieses Readings hier. So. Dann habe ich hier zwischen den Welten und No Place Like Home. Also, du befindest dich hier in der Transformation. Du gehst ja aus dem Grauen in die bunte Welt und du wirst dich dann so schön zeigen, wie du bist. Na, also es ist hier wirklich wieder diese Transformation angezeigt. Und hier unten ist ja das Wasser. Du hast schon ein Bein in den neuen Gefühlen und noch ein Bein in den alten Gefühlen. Also du bist auf dem Weg. Also ich glaube, wer hier mit diesem Stapel in Resonanz geht, der hat es durchaus auf dem Schirm, was hier gerade passiert und was hier los ist. Na, und hier habe ich wieder einen süßen Schmetterling. Ja, neben diesem Flamingo. Und der Flamingo hat auch die Krone auf. Also, wenn hier die Herzöffnung kommt, dann setzt du deinem Leben die Krone auf. Also das ist noch so der letzte Schliff, der noch so fehlt, der letzte Step hier, der letzte Schritt rüber in eine neue, schöne, bunte Welt, die dich strahlen lässt, wo du sein darfst. Ne? Wirklich wunderschön. Und hier haben wir kein Platz ist wie zu Hause. Und das Haus steht ja auch für dein Innerstes. Ne? Und hier kriege ich immer diesen Film rein, wenn ich hier diese Karte sehe, kriege ich immer hier der Zauberer von Oz rein, Dorothy, wenn sie dann am Ende mit ihren roten Schuhen dasteht und diese Hacken zusammenknallen lässt und sie sagt, es ist nirgends schöner als daheim. Es ist nirgends schöner als daheim. Ne? Und es ist ja auch so. In dir ist dein Zuhause, in dir strahlt es, in dir leuchtet es, in dir findet die Herzöffnung statt. Und das nehme ich ja auch wieder ganz stark wahr. Du siehst ja, wie das hier aus dieser Tür herausstrahlt. Ne? In dir ist dein Zuhause. Und es ist ein Platz, den dir niemand nehmen kann. Ne? Und der ist immer da. Also wirklich, wirklich schöne Transformation hier im Inneren bei dir und bei deinem Gegenüber. So, dann habe ich noch gefragt, was möchtest du denn deinem Gegenüber sagen?
Und da habe ich hier Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Und dann habe ich hier, du wirst mehr geliebt, als du es dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Genau, also hier haben wir eine starke Verbundenheit, auch wenn ihr vielleicht gerade keinen Kontakt habt. Also in Gedanken seid ihr hier verbunden und du bist immer da. Und es ist ja wirklich eine große Liebe, die hier auch mit Leidenschaft entflammt ist. Und ja, und du sagst halt zu deinem Gegenüber, lass doch einfach das Alte los und alles wird gut werden und hieb dich hin. Und das ist auch ein guter Rat hier für dich. Lass los, lass das Alte los und lass das Neue fließen. Öffne dein Herz und lass die Gefühle sprechen. Na? Und dein Gegenüber möchte dir hier sagen, bleib dir selbst treu und haben wir ja auch wieder die Leidenschaft. Und die zwei Personen, die sich hier verbinden. Und dann kriege ich ja ganz stark rein, dass hier dein Gegenüber dir sagen möchte, wir sind in Treue verbunden, egal was passiert oder was hier passiert ist. Und dein Gegenüber möchte dir auch noch sagen, bleib dir selber treu, ist ja auch wieder so eine Sache, was mit dieser Authentizität zu tun hat. Also sei hier authentisch, tu, was für dich gut ist, tu, was für dich richtig ist und hör auf deine Wünsche und Bedürfnisse und hör auf dein Herz. Also dein Gegenüber möchte dir auch sagen, nur wenn wir uns selber treu sind im Inneren, kann das zwischen uns beiden funktionieren. Ja, also hier darf eine Win-Win-Situation entstehen. Hier darf jeder sein, wie er möchte. Und dann kann hier diese Zusammenkunft stattfinden. Und dann habe ich hier, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Also das ist hier die Kraftkarte. Ja? Also für manche, wo hier mehrere Personen eine Rolle spielen, kann es durchaus sein, dass der Gegenüber dann sagt, also ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, das ist mir ja gerade zu viel in dieser Situation und ich brauche dann erstmal meine Kraft für mich. Na? Es kann durchaus sein, dass hier erstmal kein Kontakt ist zwischen euch oder gerade kein Kontakt ist und dass es damit zu tun hat, dass dein Gegenüber erstmal wieder in die Kraft kommen muss. Na? Und deshalb erstmal hier, dass du hier erstmal ein Nein gekriegt hast zu eurer Verbindung. Ja, also dieses Nein kann auch in Form von einem Rückzug sein, von einem Ghosting sein, von einem Streit sein, von einer vorübergehenden Trennung sein. Dass hier dein Gegenüber erstmal Nein zu eurer Verbindung gesagt hat, weil hier wieder Kraft gesammelt werden muss. Ja. So, dann schauen wir nochmal unter die Karten. Und dann habe ich hier, befreie dich, es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzugewinnen. Und das ist, finde ich wirklich sehr passend, weil wenn hier immer noch Ängste sind, alte Ängste sind, aus der Familie, aus der Herkunftsfamilie, aus der weiblichen Ahnenlinie, dann wird das dein Leben, dein Liebesleben immer wieder beeinflussen, wenn das nicht bearbeitet wird und aufgelöst wird. Ne? Und dann holst du dir dein Leben, dann kannst du dir dein Leben wieder zurückholen, wenn du dich hier von diesen Altlasten befreist, die gar nicht zu dir gehören, die vielleicht zu deiner Uroma gehören, ne? Wo es noch hängt, wo die Liebe vielleicht noch nicht richtig durchfließt. Ne? Und das gilt es jetzt hier, diesen Zaun gilt es jetzt hier zu durchbrechen und über diesen Zaun zu springen und das mal in die Hand zu nehmen und dieses Thema mal anzuschauen. Ne? So. Dann habe ich hier Patience. Ich weiß, das wollt ihr alle nicht hören. Das ist die Geduld. Also hier braucht es noch Geduld. Ne? Aber so wie ich das hier sehe, brauchst du ja auch noch deine Zeit, um zu heilen. Ne? Also ihr seid ja beide noch nicht komplett fertig, um in diese Verbindung so richtig zu gehen. Also ihr könnt euch beide auf dem Weg die Hand reichen und diesen Weg gemeinsam gehen, ja, aber es wird immer noch Zeit zur Transformation brauchen und das braucht Geduld. Ja, also ihr könnt hier füreinander da sein. Also ich sage ja nicht, dass es jeder alleine lösen muss. Ne?
Aber jeder für sich in seinem Rahmen und nicht, dass sich der eine dem anderen aufopfert. Ja? Also hier braucht es Geduld und hier habe ich auch in der Mitte die Uhr und ihr werdet den richtigen Zeitpunkt finden. Also hier ist ein göttliches Timing auch am Start und dann öffnet sich hier dieses Herz bei dir und bei deinem Gegenüber und dann fließt die Liebe. Ja. So, und dann habe ich hier Clean It Up, die Reinigungsarbeiten und das ist auch wieder so dieser Frühjahrsputz, ne? Ich reinige mich von meinen Altlasten. Das kann auch wieder hier diese Geschichte sein, ne? Also hier nochmal durchpusten, hier nochmal durchsaugen. Vielleicht habt ihr irgendwo in irgendeiner Ecke noch was vergessen, was hier rausgekehrt werden möchte. Also ich kriege hier ganz starke Transformation rein, wenn endlich dieses Thema hier angeschaut wird und angesprochen wird und geheilt und gelöst wird. Ja? Und dann habe ich hier heimliche Verehrer. Also das kann hier, wie gesagt, mit diesen zwei Personen zusammenhängen. Das kann mit deinem Gegenüber zusammenhängen. Also irgendwie ist irgendjemand hier heimlich verliebt und verehrt den anderen im stillen Kämmerlein und sagt nichts. Na, das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein, das können ja diese anderen Personen sein. Also schau da bitte auf deine Situation. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Reading diesmal. Mit sehr vielen Infos, was vielleicht noch geheilt werden darf. Vielleicht bist du auch schon mittendrin und hast es vollkommen auf dem Schirm, weil ich das ja hier in deiner Gedankenebene so liegen habe. Also auf jeden Fall kommt hier viel Transformation rein in der Herzöffnung, im Gefühle fließen. Und ich finde es wirklich ganz, ganz toll, ne? Dass du dich gerade sehr mit dir beschäftigst, dein Gegenüber auch. Dadurch sehe ich hier den roten Faden zwischen euch und dass es hier eine starke Verbindung ist. Und es ist wirklich schön, also so soll es ja auch sein, sich erstmal im Inneren zu heilen und sein Herz zu öffnen für sich selbst. Und dann kann hier das Gegenüber kommen. Auch geheilt natürlich. Und dann ist es eine ganz andere Basis, auf der ihr euch begegnet. Ne? Also dann ist einfach Stabilität und Sicherheit da. Und dann kann euch nicht irgendein Streit oder irgendeine Auseinandersetzung plötzlich trennen, wie das vielleicht in der Vergangenheit immer so war, weil ich das ja hier sehe. Hier gab es ja andauernd Rückzüge und Abschottung und ich setze hier meine Grenzen und nee, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich und wie das denn so war. Also hier kommt wirklich, wirklich Transformation rein auf beiden Seiten. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Gut, meine Lieben, dann freue ich mich, dass ihr mir bis hierher gefolgt seid. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch und über eure lieben Kommentare sowieso. Die lese ich immer sehr, sehr gern. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis bald, meine Lieben. Tschüss.